Hallo Bobo, wir freuen uns, dich als ersten Gesprächspartner in unserem Format von Spiel zu Spiel im neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Die Vorbereitung habt ihr hinter euch, es geht jetzt nach einer langen Pause endlich wieder los. Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich sehr gut, bin auf jeden Fall sehr fit und ich denke, alle sind wieder froh, dass wir endlich wieder loslegen dürfen und die Saison weitergeht. Du hast ja auch in der Winterpause den Fans und vielleicht dir selbst ein kleines Geschenk gemacht. Du hast deinen Vertrag beim FCK verlängert. Sag uns doch nochmal, wie es dazu gekommen ist. Einfach, weil ich mich sehr wohlfühle hier in der Pfalz, das habe ich jetzt auch schon oft gesagt. Und ich auch vom ganzen Trainerteam sehr viel Vertrauen bekommen habe. Allein, dass ich so viel spielen durfte in der Hinrunde und auch weiterhin viel spielen möchte in der Liga. Und deswegen hat es für mich keine Gründe gegeben, hier wegzugehen. Und ihr wart ja auch in der Hinrunde jetzt sehr erfolgreich. Wir sagen die Bilanz gerne nochmal: 17 Spiele, 29 Punkte und vor allem als einziges Team auswärts noch ungeschlagen. Sind das alles so Gründe dafür, dass ihr jetzt mit breiter Brust in diese Rückrunde starten könnt? Auf jeden Fall. Also klar werden wir auch mit Respekt in die nächsten Spiele gehen, weil wir jetzt auch gute Gegner haben. Gerade jetzt gegen Hannover, schon einer der Top-Teams der Liga. Aber für uns gibt es keine Gründe, jetzt nicht mit breiter Brust dahin zu gehen. Wir haben viel Selbstvertrauen, was wir uns auch erarbeitet haben und gehen mit breiter Brust auf jeden Fall in die Spiele jetzt. Gegen Hannover habt ihr das Auftaktspiel auf dem Betze hier 2-1 gewinnen können mit diesem Lucky Punch von Krause in der letzten Minute. Wie wird jetzt dieses Spiel in Hannover wohl verlaufen? Was erwartet ihr, was erwartest du? Ja, auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel, weil gerade Hannover, wie ich gerade gesagt habe, zu den Top-Teams gehört und ich denke mal, jetzt noch stärker sein wird als im Hinspiel, weil die sich jetzt noch besser gefangen haben und einen richtig guten Kader haben. Aber ja, ich hoffe natürlich, das wird auf jeden Fall ein enges Spiel mit vielen Zweikämpfen. Ich hoffe natürlich, dass wir hinten die Null halten und dann irgendwie versuchen, unsere Chancen rauszukriegen und dann vielleicht ein Tor zu schießen. Ihr werdet auf jeden Fall am Samstagabend von eurem Cheftrainer gecoacht. Dirk Schuster steht an der Linie. Beim Gegner ist das anders. Stefan Leitl ist gesperrt und darf nicht auf der Bank dabei sein. Wie schwierig kann das dann vielleicht auch für eine gegnerische Mannschaft sein, wenn der Cheftrainer fehlt? Ja, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich glaube für uns, also spielt es jetzt keine Rolle natürlich, aber ich glaube gerade für Hannover, klar, ist es dann wahrscheinlich für einige Spieler dann schon ungewohnt, wenn der eigene Trainer dann nicht an der Seitenlinie ist. Ob es jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber für uns auf jeden Fall eher kein Nachteil. Einen Vorteil, den habt ihr sicherlich, nachdem in Düsseldorf ja schon unglaublich viele Fans dabei waren, eigentlich in der Hinrunde euch viele Fans begleitet haben, sind in Hannover schätzungsweise auch wieder mindestens 8000 FCK-Fans mit dabei. Was spielen die denn für eine Rolle, vielleicht auch speziell am Samstagabend? Auf jeden Fall eine ganz, ganz große, weil die haben letztes Jahr schon eine ganz große Rolle gespielt beim Aufstieg. Und wenn man die Hinrunde verfolgt hat, glaube ich auch in jedem Spiel, gerade auswärts, glaube ich, hätten wir nicht so viele Punkte geholt, wenn die Fans nicht so viel immer da gewesen wären. Deswegen werden die jetzt auch in Hannover eine ganz große Unterstützung sein und auch wir Spieler freuen uns natürlich alle, wenn wir sowas hören und haben einfach nur Bock jetzt auf Samstag. Wir auch und hoffen, dass es erfolgreich wird. Boris, danke für deine Zeit und viel Erfolg in Hannover. Dankeschön.